Sightseeing-Tour durch Riviera City. Checken wir das aus. Okay, was ging hier ab? Wie gemacht für ausgelassene Spaziergänge. Na prima. Aber ich hörte, hier gibt's den zweiten Orden. Endlich mal, ne? Hat sich ein bisschen langgezogen zwischen dem ersten und zweiten Orden. Ich meine, unsere Pokémon sind immerhin schon im Level... Okay, 20er Bereich. Rotena ist 27. Und das, obwohl ich schon alle 6 Teammitglieder habe. Wohlgemerkt, das muss man schon mal zugutehalten. Die Global Trade Station, oder abgekürzt GTS, ermöglicht es dir, über das Internet mit Trainern auf der ganzen Welt Pokémon zu tauschen. Das funktioniert in der Tat einfacher als damals auf dem Gameboy, nicht wahr? Mit dem Linkkabel. Ein jeder gibt Pokémon bei der GTS ab. Viel Spaß beim Durchsuchen all der Pokémon, die andere Trainer darin zum Tausch anbieten. Ich hab's noch nie benutzt, bin ich mal ganz ehrlich. Hey, du wildes Psiao. Psi! Hey, hör dir das mal an! Solange du den Namen eines Pokémon kennst, kannst du in der GTS nach ihm suchen, indem du seinen Namen eingibst, selbst wenn du es noch nicht gesehen hast. Oha! Und dann kommen so Sachen wie Schnurrgarst oder Fritzelblitz, die falsch geschrieben sind. Nein. Ja, was heißt falsch geschrieben, ne? Ihr wisst, dass die ein bisschen abgekürzt worden sind. Schneebedeck. Auch so eine Sache. Vom Schnee fehlt dann das C beim SCH. Ganz witzig. Ich glaube, da komme ich... Ich kriege irgendein Upgrade oder irgendwas hier in der City. Ich glaube, ein Fahrrad. Ich glaube, hier kriegt man ein Fahrrad. Wenn man ein Pokémon mit einem Item ausstattet und es anschließend mit einem Freund tauscht, macht man ihm damit ein zusätzliches Geschenk. Hat er das verdient? Es gibt übrigens auch Pokémon, die sich beim Linktausch mit Freunden entwickeln. Mhm. Hallo Trainer, ich habe hier etwas für dich. Sahnehäubchen. Wird in die Tasche verstaut, natürlich. Manche Pokémon mögen sahnig Süßes, andere sind Freunde intensiver Düfte und Aromen. Tja, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Tja, aber ich fürchte, auf Süßkram steht fast jeder, oder? Wenn ich mal eine Umfrage machen würde, wer von euch Süßkram gut findet oder dem Süßkram schmeckt oder nicht. Unabhängig davon, ob man darauf verzichtet oder nicht, aus Gründen wie Gesundheit oder Figur. Aber trotzdem, wären diese Gründe nicht da, jeder wird Süßkram essen. Unter anderem, oder? Ja, schon. Wenn ich beim Angeln an einer Stelle kein Glück habe, versuche ich es eben woanders. Und wenn eine Attacke nicht richtig wirkt, probiert man eben eine andere aus. Ist doch allem im Leben so. Wenn etwas nicht so klappt, wie man sich das vorstellt, muss eben eine andere Herangehensweise her. Ja, das ist eine schöne Einstellung. Oh mein Gott. Ich fürchte, diese City ist nicht allzu klein. Ich hoffe, ihr habt euch heute wirklich auf einen Erkundungspart eingestellt. So, das ist Route 10, Menhirweg. Warum auch immer. Aber erstmal Riviera City. Ich werde so lange trainieren, bis ich die Spitze des Turms der Erkenntnis erreiche. Dazu muss ich aber erstmal Lino, den Arenaleiter dieser Stadt, besiegen. Ach, ich weiß, wer das ist. Der hatte irgendwelche Steine im Haar. Bei einem Fahrradrennen muss man mit seinen Teamkollegen an einem Strang ziehen, um etwas zu erreichen. In einem Team bestehend aus Trainer und Pokémon läuft das wahrscheinlich genauso, oder? Es ist ein bisschen mehr Sklaventreiber und Sklavenmäßig, aber sonst hast du recht. Jetzt verlaufe ich mich schon. Oh, wir können uns wieder neu kleiden. Das wird mal an der Zeit sein, weil wir haben jetzt einen Look gehabt die ganze Zeit, aber man darf mal was Neues probieren, ne? Aber hier gibt es keine Hüte, wie ich das verstehe. Kann ich mir direkt... Du willst was anprobieren? Ja, dann lass dir mal Zeit. Die gibt es hier zu kaufen. Oder was? Ich will gerade mal schauen. Wie trage ich gerade? Ja, ein neues Oberteil wäre schon nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob dieses King-Shirt was taugt. Ist auf jeden Fall alles so unfassbar teuer, dass mir mit den Ohren schlackert. Knickerbocker. Ich glaube, das war in der 6. Pokémon-Staffel, als Ash in Höhen anfing. Und Maike und Max zum ersten Mal trafen. Eine ganz frühe Folge mit den Knickerbockern. Und ich dachte mir, was zur Hölle sind Knickerbocker? Ja, das da. Skinny Jeans. Oh, ich hasse Skinny-Scheiß, ne? Ist wirklich so. Wo ich überall einkaufen bin, ihr wisst, ich bin halt vom Körperbau ein bisschen voluminöser. Und es gibt nur fucking Skinny Jeans. Mir stehen Radlerhosen nicht, wenn ich Jeans suche, versteht ihr?
Aber es gab eine Zeit lang wirklich fast überall nur Skinny Jeans. Hallo? First World Problems. Hat sich aber wieder ein bisschen beruhigt. Wahrscheinlich, weil ich nicht der Einzige war, der sich diesbezüglich ein bisschen beschwert hat. Ja, und die Sneaker. Wobei, ich habe so komische Boots an. Da können wir gerne mal ein bisschen sportlicher werden. Ist zwar winterfest, aber ich sollte mal wirklich sommerlicher werden. Pass auf. Und dazu auch ein T-Shirt. Weil momentan haben wir es im Real Life ja auch nicht so. Warte mal. Kreisverschlussjacke. Hier nehmen wir das King-Shirt. Dann brauche ich aber noch eine passende Hose, Alter. Aber keine Skinny Jeans. Soll ich die Knickerbocker kaufen? So. Ich weiß nicht, ob das Knickerbocker sind, aber ich habe auch so kurze Hosen, so knielang im Sommer an. Sonst bin ich ja totale Jeans-Typ. Ich mag vor allen Dingen einen Tick. Ganz persönlich gesagt, ja, machen wir es neu, ne? Die Mütze passt zwar nicht dazu, aber hey. Modig bin ich. Ja gut, dann kaufe ich auch einen Cappy. Ja, kaufe mal den Scheiß. Ich habe auch einen Tick, dass ich draußen immer nur meine Draußenhose, und das war halt immer eine Jeans, in die Pokéballkappe jetzt. Dann passt das besser zusammen, wat? Das ist kein total modischer Reinfall. Hä? Du sollst doch den Scheiß anziehen. Hä? Ja. Ja, meine Hose, entweder Draußenhose oder die knielange Stoffhose, brauche ich schon. Und wenn ich zu Hause bin, muss ich in meiner gemütlichen Jogginghose rumlaufen. Ich kann das weder ab in der gemütlichen Hose draußen in der unter freiem Sonnenlicht zu laufen oder irgendwie, ne, mich fortzubewegen. Noch kann ich Sam zu Hause in den eigenen vier Wänden in Jeans rumzulaufen. Das ist so ziemlich eins der ersten Sachen, die ich mache, wenn ich nach Hause komme. Jogginghose an. Es ist, keine Ahnung, es ist total Brain von mir. Okay, ich schweife ab. Tut mir leid. So, aber jetzt sind wir hier auch ein bisschen sommerlicher unterwegs. Hier gibt es die größte Auswahl an T-Shirts. Toll, oder? Geht. Welcher Stil passt wohl besser zu mir? Weiblich elegant oder doch eher jugendlich flott? Das musst du wissen, wie du dich wohler fühlst. Manchmal reicht schon ein neuer Hut, um sein ganzes Erscheinungsbild zu ändern. Ja. Hey, wusstest du schon, dass die Sachen in der Auslage mit den Wochentagen wechseln? Ich komme jeden Tag her, um mir das mit eigenen Augen anzusehen. Ist das so? Wenn der NPC das sagt, dann wird es wirklich so sein. Tschüss und danke, dass ich mein Geld hier lassen durfte. Na, ich finde es wichtig, ab und zu mal den Stil zu wechseln in diesem Spiel. Wie ruckartig man den Charakter bewegen kann. So. So. Ich werde total durcheinander kommen, in welchem Haus ich schon war und in welchem nicht. Aber kein Problem. Kann ich dich vielleicht für ein leichtes Ratespiel begeistern? Hau raus. Gut, dann fangen wir an. Mit welcher dieser drei Bärensorten heilt man für gewöhnlich Verwirrung? Oh, das weiß ich nicht aus. Wenn ich Piersiff. Buh, das ist leider falsch, weil ich weiß das ja beim nächsten Mal. Ihr wisst, ich bin kein großer Bärenfreund. Persim. Ja! Damit liegst du goldrichtig. Kommen wir zur nächsten Frage. Die Attacke Angeberei erhöht ja bekanntlich den Angriffswert des Ziels. Aber welche der folgenden Statusprobleme bekommt es dazu verpasst? Angeberei? Verwirrung. Ding, ding, vollkommen richtig, hier ist dein Preis. Persimbeeren, wer hätt's gedacht? Wendest du in einem Doppelkampf die Attacke Angeberei auf einen Mitstreiter an, der eine Persimbeere bei sich trägt, erhöht es dessen Angriffswert. Die dabei entstandene Verwirrung wird durch die Persimbeere geheilt und das Pokémon mit dem erhöhten Angriff teilt danach umso härter aus. In Doppelkämpfen entstehen, dank der Kombination aus zwei Pokémon auf deiner Seite, viele Möglichkeiten dieser Art. Ich dachte, du gibst jetzt TM Angeberei auch noch dazu. Ja, das war ja lame. Die Region ist einfach riesengroß. Sie ist so riesig, dass es sogar drei Versionen des Pokédex braucht, um sie komplett abzudecken. Allein die Vorstellung, wie viele Pokémon es dort geben muss. Wahnsinn! Oh ja, und ich erwarte für die 8. Gen eine noch größere Region. Chill. Wir haben ja schon einen Screenshot gesehen zu Yo-Kai Watch auf der Switch. Bin schon gespannt. Pokémon 8. Gen auf der Switch. Wobei, man sollte sich erstmal mit Let's Go Pikachu und Evoli anfreunden. Und der nächste Titel soll dann, ja, noch ein Stück besser werden, auch grafisch, meine ich jetzt.
Manche Dinge können Pokémon besser, andere Aufgaben wiederum bewältigen Menschen besser. Wenn sie ihre Stärken kombinieren, können sie gemeinsam große Dinge erreichen. Nur Geblubber hier. Da hörst du lieber dem... Setz ich mich lieber auf Bett. Da hörst du lieber dem Datiri zu. Ja, 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 ja. So, das ist das Häuschen. Und das ist Pokémon Center mit ganz vielen Pocken. So, ich habe angefangen, den Strand zu erkunden. Bin da lang gegangen. Ja, und hier sind wir auf Route 8, wo wir hergekommen sind. Relevieren sie die ganz genau. Jetzt machen wir das Häuschen noch. Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich könnte ja irgendwas verpassen, ne? An Items oder so. Wenn man ein Pokémon mit einem Item ausstattet und anschließend mit einem Freund tauscht... Ach so, da war ich schon. Ja, ich habe schon gequatscht. Tut mir sorry. Der Arenaleiter dieser Stadt ist auf dem Hügel zu finden. Beim Fahrradrennen mag ich vielleicht gegen ihn verloren haben, aber dafür versuche ich jetzt in Pokémon-Kämpfen mein Glück. Hinter dem Hause? Ach so, ja. Da geht's hoch. Weißt du Bescheid. Ah, hier ist der Fahrradladen. Bekomme ich wieder eins umsonst? So als Werbung oder mit einem Coupon? Kein Plan. Ich habe keinen Coupon. Oh, willkommen. Eben mal schön hereinspaziert. Tachchen. Na, das nenne ich aber perfektes Timing. Du bist unser 10.000 und erster Kunde. Wärst du Nummer 10.000 gewesen, hättest du ein Fahrrad geschenkt bekommen. Da du nur ganz knapp an diesem tollen Gewinn vorbeigeschrammt bist, bekommst du eine zweite Chance. Wenn du die folgende Quizfrage richtig beantwortest, erhältst du doch noch ein Fahrrad. Also hier kommt die Frage. Gibt es Fahrräder auch in verschiedenen Farben? Natürlich nicht. Richtig! Ich bin mir sicher, das Fahrrad wird bei dir in besten Händen sein. Du liebst Fahrräder ja augenscheinlich. Welche Farbe darf es denn sein? Hättest du lieber ein gelbes oder ein grünes Fahrrad? Überleg es dir gut, du kannst es nämlich nicht umtauschen. Gelb ist so Mainstream, ich nehme mal Giftgrün, Blattgrün, Feuergrün. Ein grünes Fahrrad, toll. Viel Spaß beim Rumdüsen in der Carlos-Region. Markus erhält ein feuergrünes Fahrrad. Nice. Glaubst du, man wird noch schneller, wenn man mit Rollerskates an den Füßen auf sein Fahrrad steigt? Nein. Fahrräder und Rollerskates haben beide etwas für sich, so viel steht fest. Und damit können wir auch die Abgründe hoch und sowas, ne? Checken wir ruhig aus. Beizeit. Hallo. Hallo und willkommen! Wie wäre es mit dem erfrischenden Sprudel? Sollte man auf jeder längeren Reise dabei haben. Eine Flasche für 300 Pokédollar, schlägst du zu? Nein. Komm wieder, wann immer du möchtest. Immerhin gibt's das Ding hier, ne? In der ersten Gen in Prismania City im Getränkeautomat ganz oben. Keine Ahnung warum. Das ist der Laden. Okay, okay. Hätte ich nicht das Schild gesehen, hätte ich es jetzt gemerkt. Radler? Es ist ein tolles Gefühl, über den Hololog immer die neuesten Informationen zu erhalten. So, da ging es ja bekanntlich hoch. Und die Arena ist auch oben. Haben wir schon gelesen? Ah, ich habe die City ein bisschen strange erkundet, das gebe ich ja offen zu. Ein bisschen wirr, aber die ist auch irgendwie strange aufgebaut, sind wir mal ganz ehrlich. Da war ich noch nicht drin. Was für Items soll ich meinem Pokémon geben? Soll ich ihre Stärken weiter ausbauen oder versuchen, ihre Schwächen auszugleichen? Ich glaube, in Pokémon macht Stärken mehr Sinn als Schwächen ausgleichen. Aber das ist nur meine Intention. Mein Gedanke dabei. Hä? Wo ist denn der aufgetaucht? Aus dem Nichts. Der war nicht zu sehen. Gäste, die ihre Pokémon hier zeigen wollen, lieben unser Café. Wirst du uns auch beehren? Aber bedenke bitte, dass der Preis je nach Sitzplatz variiert. Wenn es sein muss. Wo möchtest du denn sitzen? Theke, Tisch, Terrasse. Machen wir uns in der Theke gemütlich. Hat auch was. Ein bisschen Spelunken-Style. Die Spezialität unseres Kaffees ist der Spezialsaft. Lass es dir schmecken. Nein, na gut, komm, sind wir nicht so. Die Leute, die hart arbeiten, die freuen sich über ein kleines Extra. Ein kleines, hab ich gesagt. So bin ich halt auch im Real Life. Ja, ich gebe Trinkgeld. Aber keine Massen. Die Geste macht's, finde ich in meinen Augen. Ich kenne sogar Leute, die irgendwo angestellt sind, die Trinkgeld nicht annehmen müssen,
das auch den Kunden sagen und die geben halt trotzdem Trinkgeld. Und das Trinkgeld kommt dann in eine gemeinsame Kasse für gemeinsame Unternehmungen und sowas. Aber selten darf man das überhaupt selbst annehmen. Und das ist halt nicht im Sinne des Trinkgeldgebers, wie ich finde, ne? Aber, keine Ahnung, Beträge rund machen bei Kellnern oder so, das denke ich mal drin. Dies ist ein Café für Pokémon-Trainer mit Niveau, die sich hier einfinden, um ihren Liebsten zu posieren. Warum dieses Café ein Tummelplatz für Leute mit Niveau ist, fragst du? Na, weil ich das so sage natürlich. Passt. Du bist also ein Trainer auf Reisen. Sehr löblich. Dann zeige ich dir was, was dich begeistern wird. Oh, ein Kecleon. Begeisterung ist so mäßig gewesen. Ist eher so, Immer wenn ich dieses Kecleon sehe, macht mein Herz einen Freudensprung. Was soll denn? Verlässt du uns schon? Leider. Bei uns bitte bald wieder. Butters Stimme! Ja, okay, wir waren ja da. Finde ich, war schon ein bisschen komisch, dass man sich im Café nicht frei bewegen kann, aber mein Gott. Halt mit Stil, ne? Tipps für Trainer. Um einem Pokémon eine Attacke beizubringen, öffne deinen Beutel und wähle eine Tasche mit TM und VM die Attacke aus, die du einem beibringen möchtest. Das geht jetzt ein bisschen zu weit. Das war ein bisschen zu hart für mich. Und zu guter Letzt, ein Hotel. Ach, da finden wir bestimmt wieder den Mann im pinken Hemd. Herzlich willkommen im Hotel Reliviera. Leider ist kein Zimmer da. Aber das kannst du dir schon denken, deswegen sage ich es gar nicht erst. Die Hololocks wurden doch im Labor von diesen Flordelis entwickelt, oder? Ja, ist ja so bekannt. Also, mich macht ein Nickerchen schnell wieder fit. Gönne deinem Pokémon ruhig auch genug Schlaf. Oh! TM Erholung. Es gibt Schlimmeres. Nach einem Schläfchen haben sie wieder volle KP. Und von Statusproblemen sind sie auch geheilt. Ich rede gerne im Schlaf. Solltest du auch mal ausprobieren. Vielleicht gefällt sie ja auch. Schlafrede. Ey, das passt gut zusammen, Mann. Ja, guckt mal, Leute. Man konnte ein paar Parts vorher Relaxo fangen. Ja, und das ist eine super Kombination für Relaxo, sind wir mal ehrlich. Und viele haben schon in die Kommis geschrieben, dass Relaxo, ich glaube, besser gemacht wurde in dieser Gen. Kann man sagen. Taktisch besser auch. Da fällt mir ein, Pokémon können Schlafrede nur einsetzen, während sie schlafen. Zum Einsatz kommt aber dabei eine der Attacken, die der Anwender beherrscht. Natürlich empfohlen in Kombinationen, ganz klar. Wenn sich Pokémon entwickeln, setzen sie eine neue Art von Energie frei. Professor Eiber aus der weit entfernten Sinnoh-Region hat auf diesem Gebiet viel geforscht. Alright. Hallo und herzlich willkommen. Schau mal, magst du das haben? Das ist ein Geschenk, das ich von einem Gast bekommen habe. Darfst du nicht behalten. Wir hatten eben das Thema. Danke für den Phantomknoten. Es wäre einfach nicht in Ordnung, es zu verkaufen oder gar wegzuwerfen. Sie findet Verkaufen besser als Wegwerfen, okay. Schau mal, wie hervorragend ich mit Pokébällen umgehen kann. Warum? Und wie? Und hä? Und im letzten Zimmer? Wie unerwartet. Hey, so sieht man sich wieder. Wie läuft's, altes Haus? Du weißt ja, ich bin Mr. Miteinander und trage das Wort über die O-Kraft in die Welt hinaus. Ich frage dich erstmal nur zur Sicherheit, soll ich die O-Kraft erklären? Nicht schon wieder. Alles klar, du weißt eben Bescheid, altes Haus. In diesem Sinne, empfange meine Kraft. Mehr Miteinander. Mr. Miteinander hat seine O-Kraft geteilt. Kaufkraft Level 1. Kaufkraft erhöht das nach einem Kampf erhaltene Preisgeld. Denk dran, du kannst über das PSS auf die O-Kraft zugreifen. Je mehr du sie einsetzt, umso mehr steigen die einzelnen Kräfte im Level an. Also setze sie am besten schön fleißig ein. In diesem Sinne, ich werde dich dann mal langsam verschwinden. Vielleicht trifft man sich ja irgendwo wieder. In einem Hotel in der nächsten Stadt. You don't say. You don't say. Gut. Es war eine Geburt, aber ich glaube, wir haben den langweiligen Teil abgeschlossen, wa? Wie gesagt, ich mache das gerne vollständig. Vor allen Dingen, wenn ich nicht genau weiß, wer was wo wie gibt. Ja? Ah, der Arenaleiter. Was machst du denn hier? Das Fahrradrennen ist bereits gelaufen. Ich habe übrigens den ersten Platz gemacht. Tut mir leid, dass du es verpasst hast. Hier, du kriegst von mir als Trost die VM-Stärke. Wenn eines deiner Pokémon davon Gebrauch machen lässt,
kannst sofort an große Felsen beiseite schieben, die dir im Weg stehen. Das ist nett. Also man muss die gar nicht suchen, man bekommt die so oder so. Um die Attacke außerhalb der Kämpfe anzuwenden, brauchst du allerdings erst meinen Arena-Orden. Ich warte in der Pokémon-Arena auf dich. Schau einfach vorbei, falls du Lust hast. Warum gibt? Dann würde ich das doch, wenn du schon das irgendwie willkürlich verteilst, dann nur an die Leute, die eh deinen Arena-Leiterorden haben. Also viele Arena-Leiter geben eine TM danach. Gib einfach die VM drauf. Oder stattdessen. Ja, ich habe nicht geguckt, ob südlich noch was ist. Ich glaube schon. Warum laufe ich eigentlich? Ach, das ist die Pokémon-Arena. Nice one. Ist es jetzt an der Zeit, mal das Fahrrad auszupacken, oder kriegt man das so trotzdem nicht hin? Aha. Hm? Ich dachte. Falsch gedacht. Naja, Fahrrad ist so eine Sache, aber gerade hier in Pokémon XY hat man ja seine geliebten Roller Skates. Deswegen man, so denke ich meistens hier in diesen Spielen, das Fahrrad weniger braucht als wie in anderen Eddies. Manchmal schwinge ich mich einfach auf mein Fahrrad, um ein wenig Bewegung zu bekommen. Ein bisschen Sport schadet einem Trainer bestimmt nicht, aber in einem Pokémon-Kampf ja die Pokémon die ganze Arbeit erledigen. Ich hab's befürchtet. That's why I hate Biocycles. Passt. X Spezial. Geile Mucke. Zumindest energisch. Geiles Auslegungssache. Wir können schon mal mit der Arena ein bisschen durchstarten, würde ich sagen. So ein bisschen angucken, Trainer besiegen. Reliviera Arena. Mit so Klettersteinen an der Wand. Ja, Prost. Guido, altes Haus. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? In dieser Arena dreht sich alles um Pokémon vom Typ Gestein. Die sind unter anderem im Nachteil gegenüber Stahl- oder Wasser-Pokémon. Es ist fast schon niedlich, gegen wie viele Pokémon-Typen die Gesteins-Pokémon sich schwer tun. Untersuche die blauen Felder nach. Von den blauen Feldern, ich kann ja nicht reden. Von den blauen Feldern aus die Steilwände, um dich an ihnen nach oben, unten, links und rechts zu bewegen. Nur so gelangst du zum Arena-Leiter. Champion in Spe. Oh ja, die Arena ist nett. An die muss ich auch oft denken. Wenn ich die Assoziation zu Pokémon XY ins Gedächtnis rufe. Ja, dann gucken wir doch direkt mal. Tja, wer unsportlich ist, kommt gar nicht erst zum Arena-Leiter. Wie sieht unser Team eigentlich aus? Haben wir das mal geheilt zwischendrin? Haben wir? Ja gut, Iguana tut sich jetzt wirklich nicht leicht. Floette wäre unser Typ. Na ganz kurz, weil er sagt so viele Schwächen. Was hat denn Gestein? For the fail. Wasser, Pflanze, Kampf, Boden, Stahl. Kampf. Hast du eine Stahlattacke drauf? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Flunkkäfer hat gar nicht eine Kampfattacke drauf. Pampam wird kämpfen. Machen wir es so. Pampam ist unser Mann. Wobei natürlich nicht gesagt ist, dass die Pokémon, die Trainer hier einsetzen, gut für Pampam sind, aber wir werden sehen. Ich bin so kaputt vom Training und Klettern, dass ich erstmal eine kurze Verschnaufspause brauche. Aber deine Pokémon nicht, die kriegen jetzt Fett aufs Maul. Antonio. Litomit. Ich weiß nicht, ob der noch einen anderen Typ hatte. Höchstens Boden, aber ich glaube nicht mal. Los, Karate, Schlag. Das wird important. Für dich, lieber Pampam. Und der Beulenhelm, nicht zu vergessen, den trägt er auch noch. Oh, es gleicht sich aus. Er hat noch einen zweiten Typ neben Stein.
was ist denn? Kampf nicht sehr effektiv. Das muss man mal ganz kurz zurückgehen. Kampf. Gift, Flug, Psycho, ach, Käfer. Käfer könnte sein. Fee wohl kaum. Ist der Steinkäfer. Na ja, gut. Offensichtlich. Na trotzdem. In dem Fall hätte sich auch Pflanze nicht sehr gut angeboten. Relikant ist noch Typ Wasser mit dabei, aber das spielt ja keine Rolle. Oh nee. Fang mir nicht so an. Komm, mach einen Volltreffer und der Fisch ist rasiert. Hm, was? Hm, dann wechsle ich doch mal lieber zu Fluette. Weil ein Steinwasser-Pokémon hat bestimmt keine Vorliebe für Pflanzenattacken. Pflanze. Ich bin so müde. Nein. Aber immerhin haben wir im heutigen Part neben Stadterkunden doch noch ein bisschen Gefeite. Mann, hat der eine Verteidigung. Jetzt mal ohne Scheiß, was ist mit dem los, Relikant? Interessant, Relikant. Allerhand, Relikant. Wir sind gespannt, Relikant. Wachst du bitte mal auf. Natürlich könnte ich jetzt wieder Beeren durchforsten, aber das ist mir zu blöd. Das ist ja wirklich ein bisschen nutzlos. Nochmal Aquaknarre, dann kannst du gerne aufwachen. Nein? Echt nicht so? Das ist ja doof. Müssen wir Supertränke kaufen, statt immer nur Kleidung. Wie findet ihr das eigentlich, dass die Arenen etwas später kommen, als in vielen anderen Generationen und Editionen und Regionen? Weil... Ah, dann ist das Niveau der Pokémon-Kämpfe auch ein bisschen höher. Also danke, dass du mal meinen Schlaf beendest. Hätte ich dir mal Schlafrede beigebracht, wa? Keine Ahnung, ob Floyd das lernen könnte. Das ist nicht meine Art zu kämpfen, wisst ihr. Mach nochmal viele, ne? Erholung und so ein Quatsch und dann Schlafrede. Oder mit Gengar, Hypnose und dann Traumfresser. Traumfresser ist so eine Geschichte. Pam Pam hat auch was davon, so lobe ich mir das Schlitzer, will er lernen. Das ist stark für Typ normal. Für sich 70, Goddamn Zerschneider, ne? What? Ihr habt mir ja geschrieben, dass es einen VM-Verlerner gibt. Und ich glaube, ich werde das auch in Angriff nehmen. Weil Zerschneider ist wirklich ein bisschen. Also Dunkelklau und Karateschlag kommen nicht in Frage. Ach, dann scheißen wir auf den Kraftschub, meine Fräse. Macht aber Zerschneider so unnötig, kampftechnisch. Naja, wisst ihr Bescheid. Ich bin total kaputt, aber im positiven Sinn. Freut mich für dich irgendwie. So, das ist... Achso, das war die andere. Ich kann die Kamera nicht irgendwie beeinflussen. Ich glaube, das ist ein guter Ort für den nächsten Part. Stillzustehen, bereit zu stehen. Seid also dabei, wenn wir den Arenaleiter bekämpfen. Daumen hoch oder Daumen runter. Pokémon X wird immer bunter. Bis dann und ciao!